So, es wird mal Zeit, dieses hübsche Bild auszuwechseln. Ich wollte eigentlich aus Zeitschriften irgendwie ein cooles Vintage-Weihnachtsbild ausschneiden, aber ich habe keins gefunden. Ich setze mich mal. Ich habe keins gefunden. Also habe ich welche bestellt, war auch im Angebot. Oh, Scheiße. Und das hier ist schön, aber ich dachte, für das Eck da hinten habe ich Lust auf ein Weihnachtsbild. Und ich bin gespannt. Die waren jetzt auch, ich habe zwei bestellt, die waren jetzt nicht teuer. Aber die blöde Post hat das ja so scheiße in meinen Briefkasten gesteckt, dass die einen Knick haben. Ah ja, aber ich denke, das ist ja wirklich blöd. Das hat auch jetzt einen Knick. Aber das sind die Bilder. Einmal das hier und einmal der Santa Claus. Und ich glaube, da hinten kommt der Santa Claus hin. So. Jetzt ärgere ich mich nicht, weil ich denke, dass das ja hier. Ist das ein bisschen zu groß für den Rahmen oder was? Bisschen, ja. Das packe ich in den Hintergrund. Und dann kommt das hier. Und ich hätte vielleicht den Rahmen mal sauber machen sollen. Der ist verdreckt. Ja, egal, ich lasse das jetzt so. Wie halt immer diese Bilder schief hängen, oder? Aber das liegt daran, dass hier alles schief ist in diesem alten Haus. Und dann wirkt das schief, obwohl sie gerade sind. Ich finde das besser, das Bild da hinten. Das andere war mir zu düster tatsächlich. So. So sieht das jetzt aus. Hier unser Sofa. Unsere Sofaecke. Und die Bilder da hinten. Das Bild hier, das ist richtig schön. Das habe ich im Secondhand gefunden. Und das ist auf so einem speziellen Papier gemalt. Finde ich total schön. Ja. Und das hier habe ich in Kiel gekauft dieses Jahr in einem Esoterikladen. Und hier steht, dieses Gebet, ich blende es euch unten ein. Ich habe es nicht auswendig im Kopf, aber das ist total schön und ich mochte auch den Holzschnitt oder Linolschnitt oder was das ist. Ein Druckverfahren. Genau, und jetzt habe ich hier noch das schöne Pinienbild. Finde ich ganz schön. Und eigentlich war ja der meiste Schnee weggeschmolzen und jetzt schneit es wieder. Jetzt schneit es einfach wieder. Baby. Jo. Ja, mein Schatz. Ja. Irgendwie muss ich sagen, ich finde das Bild finde ich schon schön.
Aber ich finde irgendwie, dass der Rahmen nicht passt. Ich hätte ganz gerne Holzrahmen. Ich hätte, also irgendwie, das hat mich vorher nicht gestört mit dem anderen Bild, weil es ja so dunkel war. Aber mit dem Bild, ich finde, das passt nicht so ganz. Ein Holzrahmen wäre besser. Aber gut, das sind jetzt die Gegebenheiten. Auf jeden Fall ist das Bild schön. Ja, da haben wir auch sein Rentier, Räuchermännchen, Stern und, naja, getrocknete Mohnblumen. Die passen jetzt nicht so ganz, aber vielleicht kommt da noch ein bisschen Grünzeug hin. Ich glaube, ich werde da noch Grünzeug hin dekorieren, ja. Okay, ich habe es doch nochmal geändert. Also ich habe jetzt hier so einen kleinen Strauß. Den finde ich sehr schön. Ein altes Marmeladenglas. Ich hatte noch ganz viel Grünzeug. Das war noch übrig vom Blumenstrauß, das ich geschenkt bekommen habe. Und die halten sich ja auch viel länger. Und ich finde, das schaut jetzt richtig, richtig schön aus. Dann habe ich hier unten noch ein Zweig hingelegt. Und da ist dann das Bild. Und das sieht jetzt doch echt... Ja, das schaut doch jetzt ganz gut aus hier. So, jetzt habe ich die restlichen Zweige, die ich noch übrig hatte, einfach so ans Fenster gelegt. Naja, hat dann so was Waldiges mit dem Fuchs und dem Vogel und meinen kleinen süßen Wichteln und den Bäumchen und das kleine Wichtelhaus. Finde ich ganz süß. Ich werde jetzt... Ja, Pause machen und danach zu Ende packen. Tiger. So, wir haben ja das Thema Seefahrt als Veranstaltung für nächste Woche. Und ich habe doch diese Muschelohrringe und meinen Polarstern als Wegweiser. Und das ist schick und blau. Ich habe keine schwarze Hose, glaube ich, die dazu passt. Oder in der ich mich zumindest wohlfühle. Deswegen vielleicht ziehe ich die Business-Hose an. Das ist dann mein Business-Look. Jo. Das ist, glaube ich, ganz okay. Jo, das ist mein, das wird mein Outfit am Dienstag bei der arbeitlichen Arbeitsveranstaltung. Ich glaube, Maritima kann ich nicht. Das muss passen. So, also, ich bin ja bis Dienstag unterwegs. Mein Outfit für Dienstag ist da unten. Für Montag ist die Bluse. Die Bluse, dann Montag, dann habe ich Sonntag, flauschiger Pulli und Samstag. Hä, habe ich jetzt zu viel Klamotten eingepackt? Warte mal nochmal. Also Dienstag, Montag, Sonntag, ein Ersatzoberteil. Achso, ich habe mein Ersatzoberteil dabei. Okay. Dann Flauschihose, Schlafshirt, Unterwäsche, Leggings, Socken, Stirnband, Bettwäsche, mein Surface, meine Unterlagen und dann das Zeug für die Arbeit. Da müssen noch meine Latschen mit rein, da muss ich noch mein Essen packen. Genau, hier sind immer meine Kopfhörer drin, hier sind meine Öle drin. Das kommt alles in den Rucksack rein. Hier ist schon mein Geldbeutel, Handdesinfektionstücher, Kopfhörer, Öle. So, hier ist meine Technik drin, die ganzen Kabel.
Das wäre eigentlich ganz nice, wenn ich das noch irgendwie in den Koffer kriegen würde. Meine Trinkflasche, da muss ich noch neuen Tee kochen. Spati, du kannst nicht mit, mein Schatz. Ich weiß, du magst es nicht, dass Frauchen zurzeit so viel unterwegs ist. Jo, ich komm doch wieder. Danach bleibe ich ein bisschen länger zu Hause, hm? Bin ich nicht mehr so viel unterwegs. Spazi, magst du mit, hm? Du magst mit, ne? Du willst mitkommen, ja. Und das ist jetzt mein Outfit für heute, meine braune Cordhose. Dann habe ich mal hier dieses Oberteil ausgepackt, das ist ein bisschen durchsichtig. Es ist halt so ein, ja, es wird ein schwitziger Stoff sein, das heißt, ich werde es nur einen Tag tragen, glaube ich, weil es so Polyester halt ist. Aber ich fand es mit der Weste hier, die ist so ganz flauschig, das ist so ein Teddy-Stoff, fand ich eigentlich ganz cute. Und mit dem Schmuck. Oh, ich liebe den. Ich liebe den. Gibt mir so ein Vibe. Die Ohrringe dazu und mein Earcarf. Ja, finde ich cool. Ja, und jetzt muss ich langsam was essen. Ich habe Hunger. Hotelzimmer mal wieder. Geht's gleich in die Stadt los und wollte euch mal kurz mein komplettes Secondhand-Outfit zeigen. Hose von Selby. Bluse habe ich im Secondhand gekauft im Laden und Bützi-Dützi habe ich an. Stulpen, mein Schal, meine Lieblingsboots. Ich habe mir im Müller den letzten Reisewasserkocher gekauft. Das war der beste Kauf seit langem. Weil so habe ich Tee in meinem Hotelzimmer. Das ist wichtig. Nachdem ich gerade so viel unterwegs bin, ist das super. Ja,
Genau, und dann habe ich hier meinen Tee und ein bisschen Care-Paket von meinem Freund, die ich zum Nikolaus bekommen habe. Leckere Pralinen. Zwei habe ich schon gegessen. Ich esse jeden Tag eins. Das ist mein Ersatz jetzt für meinen Adventskalender. Und dann habe ich hier noch von Yogi Tee, der mir noch einen Adventskalender-Tee geschenkt. Und den trinke ich gerade. Das ist echt ein ganz guter Ersatz. Wenn ich schon nicht jeden Tag mein Türchen öffnen kann, habe ich jeden Tag zumindest eine andere Schokolade, die ich essen kann. Und ich bin ganz stolz auf die Ordnung, die ich hier halte. Ja, ja. Jetzt gehe ich gleich los. Ja. Nur noch diese Woche, dann ist mein Arbeitsstress vorbei. Dann geht es richtig, richtig bei mir los mit weihnachtlich werden und die Feiertage genießen. Und noch die restlichen Geschenke einkaufen. Yay! Und jetzt in diesem Moment exportiere ich gerade mein Vlogmas Nummer 2. Ich bin total hinten dran. Es tut mir leid. Ihr bekommt jetzt quasi heute das von letzter Woche. Und die Woche dann nochmal etwas von letzter Woche. Und das von dieser Woche irgendwann mal. Kuddelmuddel. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Ich fühle mich gerade ein bisschen kratzig. Morgen noch und dann fahre ich nach Hause und dann habe ich noch ein paar Arzttermine vor mir und dann werde ich so richtig das Wochenende chillen und genießen. Da freue ich mich richtig, richtig doll drauf. Ich freue mich richtig drauf. Darf ich nur nicht krank werden? Ich muss gesund bleiben. Ja, genau. Ich werde dann später vielleicht mir noch einfach einen Tee gönnen. Ja, genau. Wir sehen uns auf jeden Fall später. Wahrscheinlich. Oder morgen oder die Tage. Ich muss gucken. Aktuell ist es wirklich ein bisschen viel los auf der Arbeit bei mir. Und morgen ist ein Highlight. Also morgen ist das Event und danach Smoothie. Mit Smoothie. Chill, dann feiern, werden weihnachtlich. Yeah, yeah, yeah. Ich freue mich schon drauf. Okay, also ihr Lieben, bis bald.